Bei der AfD liegen die Nerven ganz offensichtlich blank, nachdem zum ersten Mal in der 70-jährigen Geschichte des Deutschen Bundestages der Vorsitzende des Rechtsausschusses, in diesem Fall der AfD-Politiker Brandner, den Stuhl vor die Tür gesetzt bekam, ging den Partei- und Fraktionschefs das Temperament durch. Manche Beobachter sagen auch, Alice Weidel und Alexander Gauland hätten einfach ihr wahres Gesicht gezeigt, als Journalisten unbequeme Fragen stellten. Stefan Brandner hatte Verstärkung mitgebracht, als er nach seiner Abwahl vor die Kameras trat. Schon die dritte Journalistenfrage brachte die Fraktionschefs Weidel und Gauland in Rage. Gefragt wurde nach Antisemitismus und ab wann Gauland dabei mulmig werden würde. Was der Gauland muss denn der Antisemitismus sein, Herr Gauland, bis ihn mulmig wird? Entschuldigung, was ist das Wort Judaslohn antisemitisch? Brandner hatte getwittert, das Bundesverdienstkreuz für Udo Lindenberg sei der Judaslohn für dessen AfD-Kritik. Brandner werden viele rechtsextremistische Äußerungen vorgeworfen, die schließlich zu seiner Abwahl führten. Doch auf die Frage nach Antisemitismus ging Gauland gar nicht weiter ein. Was soll der Quatsch? Nichtbildung und dumme Frage kanzelt auch Weidel den Journalisten ab. Es wurde nicht besser, ob der nächste Ausschussvorsitzende eine integre Persönlichkeit sein werde. Wir haben nur integre Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen. Also wirklich ziemlich dumme Fragen. Was sind Sie denn für einer hier? Von welchem Verein sind Sie denn? Sind Sie vom Juristinnenbund wahrscheinlich, oder? Gute Laune also zum Schluss. Das Trio verabschiedete sich dann so. Brandner bat zukünftig um kritische Berichterstattung. Gauland verwies darauf, dass man hier doch sehr gemäßigt aufgetreten sei. Und Weidel ging mit folgenden Worten. Gott, das ist irgendwie dämlich. Aber ein Zitvogel.